failed me for the last time. Willkommen zur Star Wars Show. Willkommen zum Stammtisch Star Wars, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen beim Stammtisch Star Wars. Ein Sith Lord, ein Kylo Ren und noch ein Lord Reven. Ja, Stammtisch. Stammtisch, da reden wir nicht nur über Filme, da reden wir nicht über Kostüme, da reden wir nicht nur über 501, da reden wir über Star Wars. Ihr seid jeden Samstag total und recht herzlich eingeladen zum Star Wars Stammtisch. Von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr hier real in diesem Shop, über mir steht's, Copy Shop, Medienshop und natürlich Filmstudio. Ihr seid total recht herzlich willkommen im Filmstudio hier vor Ort, wo wir Filme drehen, Fotos machen und arbeiten. Wir arbeiten. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen das Thema Star Wars als Stammtisch. Und es wurde ja auch ziemlich oft angekündigt und jetzt ziehen wir es natürlich auch komplett durch. Wir haben November und es geht richtig zur Sache mit Kostüme, mit Masken, mit Filme. Ausschnitte, wir reden darüber, wir stellen euch vor, denn ihr seid Star Wars, nicht wir. Wir sind auch Star Wars seit 40 Jahren, das haben wir schon zigmal erläutert. Wir sind beruflich Star Wars Involvierte seit den 70er bis 2000, wo es beendet wurde, wo George Lucas gesagt hat, ich verkaufe, dann hat er alles verkauft, da gehören auch wir zu, wir haben damit halt nichts mehr zu tun, jetzt ist es natürlich Hobby. Aus dem Beruf Star Wars wurde jetzt Hobby. Und wir lassen aber Hobby, Beruf, Beruf, Hobby noch zusammen. Wir drehen natürlich auch Filme, wir drehen auch mit euch Filme, wenn ihr Lust und Laune habt. Wenn ihr Kostümträger seid, wenn ihr Cosplayer seid, seid ihr total recht herzlich willkommen, auch in so ein Kostüm zu springen. Wir lassen etliche herstellen auf Körpergröße, so wie Kylo Ren wurde auf Körpergröße, Reven wurde auf Körpergröße, dieser Sith Lord hier wurde auf Körpergröße. Trag heute halt nicht Kostüm, hab heute halt mal jenes an. So, ich begrüße euch noch einmal zu jedem Samstag, einmal im Monat. Nein, jeden Monat, nein, jeden Samstag. Also jeden Samstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Star Wars Treffen hier vor Ort oder halt visuell. Jeden Samstag wird jetzt ein Video hergestellt über die Neuheiten. Über die Neuheiten, die eingetroffen sind oder die eintreffen werden. Oder halt, weil ihr seid Star Wars. Jeder Einzelne von euch ist Star Wars. Und jeder Einzelne von euch gibt sicherlich was preis. Und somit wird dann dieser vorgestellt, wie Stefan Denilius ist aus Regensburg. Oder die anderen aus München, die 501er, die halt Kostümträger sind und so weiter und so fort. So, jetzt verabschiede ich mich erstmal des schweren Kopfes hier. Ja, wo stelle ich ihn hin? Stelle ich ihn hin. So. Bevor er mir aus der Hand gleitet. Also, Kylo Ren ist als 1:1 hier in voller Kostüm, wirklich voll. Alles drunter, drüber, Hose, alles, Stiefel, Schwert, alles da. So, Reven genauso. Reven hat sogar zwei Schwerter und so weiter. Ja, der Sith Lord auch in voller Montur, wird in den nächsten Jahr auch 1:1 stehen. Wir bereiten natürlich gerade die weihnachtliche Geschichte vor, wo natürlich eine Menge geschehen wird. Auch die 24 Türchen. Also haben wir extra den Kalender hier besorgt. Ne, voller Schokolade, weil wenn wir schon hier 24 mal drehen, dann möchte man auch dabei futtern. Jetzt ist natürlich die Überlegungsweise, gehen wir von 24 zu 1 oder gehen wir von 1 zu 24? Also noch 23 Tage. Ja? Ja, ne, noch einen Tag könnte man auch, 24, also wie gesagt, 24 Türchen-Clips für Star Wars Rogue One. Rogue One, hab mir selbst vielleicht gedacht, weil man ja als
jeder Sturmtruppler weiß, ob er nur als New Order, First Order oder als Clone Wars, egal, irgendein Trooper, egal wer in so ein Kostüm springt, wenn ich den Knopf finde, spricht er sogar mit mir. Also wenn ihr nicht nur so sprecht, es geht an sich nur ums Kostüm, nicht nur, dass er alles hier kann. Na? Ja, okay. Jeder, der in so ein Kostüm springt, weiß, dass er kaum zur Toilette kommt. Jedenfalls nicht alleine. Erstmal den Sweater an, den schwarzen Sweater komplett. Und dann die Maskeratur, ja. Und dann steht er da. Ja. Bei ihm hier, bei Kylo Ren. Bei Kylo Ren geht's, ja. Er hat Hose an. Kylo, Reven. Die beiden können jederzeit aus dem Kostüm raus zur Toilette und sich schnell wieder um und an und ankleiden und so weiter. Aber ein so ein Stormtrooper halt nicht. Ein Stormtrooper steht da. Ja, in den 70ern. Ich kann, ey, also alle, die jetzt Darth Vader sind, die wissen genau, wie warm die Kutte ist. Also wie warm das Kostüm wirklich ist. Und wie oft man doch den Helm ein bisschen lüften sollte, um Sauerstoff zu bekommen. Viele haben sich auch schon Ventilatoren eingebaut. Ja, es gibt Kostüme, da sind schon Ventilatoren eingebaut, damit Sauerstoff und ein bisschen Zirkulation und ein bisschen Kühle reinkommt. Ihr merkt schon, der Stammtisch wird sicherlich über alles reden, korrekt über alles reden. Er wird über Han Solo reden, den neuen Han Solo, den alten Han Solo. Han Solo wird als Figur erscheinen. Ihr werdet jetzt nach und nach das Wachsen sehen, ja. Ich hatte das ja alles schon vorgestellt hier, die neuen Figuren, die hier eingetroffen sind, die aber viele schon haben, ja, viele haben diese Figur ja schon, ja, ist ein wunderschönes Sammlerstück, ja, Obi-Wan Kenobi, ne, Obi-Wan Kenobi, ja, ist also nicht schlecht gemacht, ist wunderbar verarbeitet, Tuch, ja, also auch der Kopf, alles wunderbar. So, natürlich gibt es dann auch diese Version von Kylo Ren, auch so ein Sammlerstück, haben auch schon etliche von euch, da kommen wir jetzt auch gleich zu, online gelesen, kann man nicht nur den Kopf bekommen, nein, der ist wirklich aus Metall, ne? Haben wir auch schon drüber gesprochen. So, will mich jetzt hier nicht wiederholen, ich möchte einfach nur euch willkommen heißen zum Stammtisch, Star Wars Stammtisch, dann zum Countdown, ne? Countdown, dann haben wir ja auch schon Weihnachten, aber wir nutzen solch einen Kalender für den Countdown von Rogue One. Rogue One, den ersten sogenannten Spin-Off. Ach, was habe ich nicht alles schon gesagt? Also, bleiben wir beim Stammtisch. Der Stammtisch. Der Stammtisch beinhaltet Figuren, beinhaltet Film, das A bis Z. Spoiler kennen wir nicht. Wir kennen nur recherchieren. Wir recherchieren und gucken nach, ob es stimmt. Und wenn es stimmt, veröffentlichen wir es. Wir veröffentlichen es auch, wenn es nicht stimmt. Dann könnt ihr sagen, du, das stimmt nicht. Das ist falsch. Da sind wir auch schon mal beim Kernthema. Du, Hasser, Doppelhasser, Mikrohasser. Ey, du hast überhaupt keinen. Ne? Du fliegst eh raus. Ne? Wer das Ganze hasst, wer die Person hasst, wer die Figur hasst, Wer den Stammtisch hasst, weil sobald man einen Computer aufmacht, online geht, verändert man sich. Ja, ist euch das schon mal aufgefallen? Ist es noch nicht aufgefallen? Ja, was da so abgeht? Facebook sowieso. Facebook, naja. Also, euer Medienkanzler führt durch diese Sendung. Euer Medienkanzler begrüßt euch total und recht herzlich beim Stammtisch. Und dann verändert sich alles noch, die Kameraarbeit verändert sich noch. Wenn viele mitmachen, geht es natürlich auch ab ins Studio. Und dann drehen wir einen wunderbaren Film. Kein Thema. Ihr habt irgendwelche Sachen, sagt Bescheid, werden wir zeigen. Wir werden es zeigen. Ja, könnt ihr euch anschauen. Ihr könnt Sachen zuschicken. Wir können uns, wie gesagt, über die Bücher unterhalten, die letztens von Panini rausgekommen sind. Wir können uns über die Old Republic unterhalten, aber beim Kern bleiben wir. Kern ist Disney. Disney hat
gekauft. George Lucas ist um 5,5 Milliarden reicher jetzt, ist 75 und ist zurückgetreten aus gutem Grund. Disney hat gesagt, gut, alles schön, alles in Ordnung, aber wir machen Schnitt. Und das finden wir auch gut. Also persönlich finde ich es auch gut. Wir alle finden es gut, dass Disney diesen Schnitt macht. Natürlich, 40 Jahre Star Wars neu erfinden, das ist schon eine Gratwanderung, auch für Disney. Denn nach und nach alles holen ist okay, weil man kann nicht wissen, man kann nicht alles wissen, das geht gar nicht. Man kann jetzt die gesamte Geschichte von Old Republic 25.000 Jahre, bevor er hier überhaupt auf die Bildfläche gekommen, oder Darth Vader auf die Bildfläche, oder Han Solo auf die Bildfläche, Luke Skywalker auf die Bildfläche gekommen war und ist. Wie soll das denn gehen? Lass uns doch mal vernünftig an Star Wars herangehen. Vernünftig an Star Wars herangehen. Das ist der Stammtisch. Vernünftig. Ja, man kann natürlich über alles reden. Ist klar, dafür ist ein Stammtisch da. Ja, wir können auch ein Trinken, ein Futtern. Stammtisch, sagt das Wort. In den wilden 70ern, also 1971, wie George Lucas noch jung und knackig, um die 40, sagte er sich, komm, ich denke mir was aus. Er hat sich was ausgedacht, er hat losgelegt, er hat es auf den Weg gebracht und er hat gesiegt. So, die 501 gibt es. Hier ist sogar eine Riesenbrigade da von circa 700 Leuten mittlerweile. So schnell geht das pro Woche, wenn man Glück hat, 6 Leute. Auch Stefan bemüht sich mit seinem Nilius-Kostüm dort unterzukommen. Wir drücken ihm wirklich fett die Daumen vor laufender Kamera. Öffentlich drücken wir ihm die Daumen, dass es klappt. Dass er da seine 501-Geschichte schafft. Ich als Medienkanzler habe natürlich kein Interesse für Vereine und so weiter und so fort. Ich bin kein Vereinsfan. Ich mag keine Vereinsmeiereien. Ich mag die Freiheit, die totale Freiheit, die offene Freiheit, das offene Wort, das Experimentieren, auch mit Star Wars experimentieren. Auch verschiedene Charaktere, so wie Kylo Ren, so wie Reven. Oder halt, der momentan dort liegt, da vorne da, dann ist er ja so ein Sith Lord. Ich sag mal, der ist mordschwer, der Kopf ist mordschwer, weil die Maske auch sehr schwer ist. Ich werde mich aber, wie gesagt, für einen General entscheiden. Ihr wisst schon, welchen General ich meine, ich grabe ihn jetzt nicht aus. Ich werde mich für einen General entscheiden und dann in einem Generalskostüm auftreten, später, nicht jetzt. Ich schaue mir natürlich auch erst den Film an, Rogue One, versteht sich. Es ist zwar toll, in so einem Kostüm von Wicked Armor hineinzuspringen. Wicked Armor macht tolle Kostüme, Wicked Armor macht tolle Masken, solche natürlich nicht, sondern hier die Reven. Das ist eine Walt Disney Maske. Es gibt eine tolle Maske von Abu, um die 800-900 €. Also wenn ihr richtige Masken haben wollt, 1:1 oder eine Replikmaske oder eine echte Replik. Ja? Eine echte Replik kostet 3.100 €, eine echte Replik. Auch der Helm 800-900 €, echt Replik. Ja, Walt Disney steckt ja überall drin und Walt Disney verändert jetzt auch alles. Und Walt Disney handelt nicht so gern, wenn man irgendwas nachbaut, wie zum Beispiel Lichtschwerter. Hat Walt Disney also auch schon Ärger gemacht, weil, wie gesagt, alles, was mal George Lucas gehört hat, ist verkauft worden. Verkauft worden bedeutet, Walt Disney hat das Sagen. Walt Disney hat das Sagen, Kennedy ist die Produzentin, Kennedy ist Lucas Film Ltd. und die zieht dann auch gnadenlos durch und hat auch wunderbare Schauspieler gefunden, die Teil 7/4. Ja, also 4, 7 sagen ja viele. Also wir können wirklich diskutieren. Ich habe mir ja, wie gesagt, lange genug alles angehört. Und wenn man 40 Jahre dabei ist, muss man schon schmunzeln, was da so alles auf den Weg gebracht wird. Wie gedacht wird, wer mit wem, warum, weshalb. Leute, wenn man Filmemacher ist, freut man sich, dass die Filme plötzlich anfangen zu leben. Also ihr müsst euch das so vorstellen, man setzt sich irgendwo hin und beginnt zu schreiben. Man denkt an irgendetwas, man denkt sich Geschichten aus und man denkt sich die Figur auf. Zum Beispiel Kylo Ren.
So aus Kylo Ren hätte man natürlich alles Mögliche jetzt machen können. Nicht nur den Sohn von Han Solo, ja, und Prinzessin Leia, also General Leia. Da hätte man alles Mögliche rausmachen können. So, wenn man natürlich hier bleibt bei Old Republic. Okay, Old Republic sah Han Solo ganz anders aus. Drei Kinder, einer davon wurde abtrünnig und starb und so weiter. Wir hätten auch bei George Lucas, Luke Skywalker. Wir hätten auch bei Luke Skywalker, der hatte auch Kinder, war auch verheiratet. Ja, also man sitzt halt da und schreibt eine Geschichte. Ich habe euch auch den Roten Lord mal vorgestellt. Da saß auch eine junge Dame. Ja, sie saß da und hat den Roten Lord geschrieben. 900 Seiten. Ein erstklassigen Star Wars Roman. Ja, hat sie geschrieben. So, wenn man den jetzt nehmen würde, diesen Roten Lord, und würde daraus eine Figur machen, einkleiden, eine Maske vielleicht auch ohne, und ihm darüber so eine Art Geschichte auf den Leib zuschneiden. Also wie gesagt, man schneidet auf diese Figur eine Story zu. Ne? So, man kann ja auch aus den Geschichten nehmen, Old Republic kann man Geschichten nehmen. Und ja, dann entsteht ein Film. Und wenn dieser Film ankommt, wenn aus diesem Film so ein Hype wird wie jetzt Star Wars, also so viele Filme in meinen Lebensjahren gesehen und noch bei sehr vielen Filmen mit dabei gewirkt und gearbeitet, die sind halt nicht so berühmt geworden. Ja? Man erinnert sich noch dran. Ja? Das strahlen wir jetzt in meinen 50, 60er Jahren da. Auch an Tatort von früher, Stadt Essen, Duisburg, erinnert man sich noch. Ja? Tatort zum Beispiel im Fernsehen hat jetzt schon seine Größe. Dann die ganzen Soko-Serien, Hubert und Staller, um da auch mal einzugreifen. Wir werden also nicht nur Star Wars begleiten beim Stammtisch. Man gleitet ja an, also am Stammtisch auch schon mal aus. Man spricht halt auch schon mal über was anderes. Aber dieser Live-Stammtisch, der jeden Samstag stattfindet, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr hier im Studio, beziehungsweise auch im Shop und so weiter, auch an die Normalkunden. Der normale Betrieb geht natürlich auch am Samstag weiter. Am Samstag wird nicht nur über Star Wars, sondern innerhalb dieser Woche kommen immer neue Sachen, neue Figuren, neue Themen, neue Rubriken. Und dann wollte man oder möchte man, und ich als euer Medienkanzler berichte dann darüber, was so in der Woche geschehen ist. So, wir fangen natürlich jetzt an und da ist natürlich auch schon eine Menge geschehen. Daisy Ridley hat darüber gesprochen, weil sie auch ziemlich verwundert war, wie ihre Rolle plötzlich zerrissen wurde. So eine Art Mary Poppins da, ihr wisst schon, also die Amerikaner und die Engländer und so, die sind etwas härter. Also die nehmen die Story schon ein bisschen ernster und flippen da also manchmal auch so richtig aus. Also Daisy Ridley war ein bisschen erschrocken und sagte, hey, alles mal ruhig, alles mal piano. Es wird düster, auch der Finn-Darsteller, der den Film da, also den Finn darstellt, wird, oder fing auch an, stopp mal ganz ruhig, das wird alles düster, auch hier David fing auch an zu erzählen, die waren plötzlich ziemlich verwundert, weil die da plötzlich so angegriffen wurden. Ja, das Problem halt heute ist, dass man ziemlich schnell angegriffen wird. Man wird heutzutage fast immer angegriffen, bevor man gemocht wird. Wenn man Glück hat, man wird gemocht, dann ist man ja froh, dass man gemocht wird. Ist also online-mäßig gar nicht so einfach. Und im Fernsehen, beziehungsweise im neuartigen YouTube, YouTube, seit November, hat die GEMA YouTube jetzt halt im Griff. Wir dürfen jetzt alles sehen, den roten Balken gibt es nicht mehr. Hier in Deutschland nicht erlaubt. Nee, wir können jetzt alles sehen. GEMA drückt ab, beziehungsweise die Firma, also Google. Google ist ja der große Aufkäufer. Also Google drückt ab. Ne? Und Google bezahlt jedes Video jetzt. Wir können jetzt alles Mögliche, wird also nicht mehr gestrichen. Wenn wir aus Versehen da was greifen, was an sich hier in Deutschland hätte nicht laufen dürfen, jetzt darf es laufen, ne? Jetzt darf es gezeigt werden, ist ja auch. Ne? Also YouTube ist jetzt auch so im Kommen. ARD, ZDF macht es ja auch seit Oktober möglich, die ganzen Hypes, die da laufen für Jugendlichen ab 12 plus.
So, wir noch einmal. Der Stammtisch. Uncut. Wirklich, hier wird alles besprochen. Ist von 0 bis 0, also für jeden. Für die allerneuesten, was ist das denn? Wer ist er denn? Na? Das ist kein Halloween-Typ. Na? Okay, als Halloween hätte man gehen können. So ist es nicht. Ja, hier hätte man auch was. Also einige Kunden waren schon da, ey, das sind aber geile Halloween-Kostüme. Da waren auch schon welche da, die sagten, ey, das sind aber geile Karnevalskostüme. Unser Eins ist in dem Moment ein bisschen irritiert. Er ist halt, also, na, euer Medienkanzler ist dann halt im Status Star Wars und dann kommt ein Kunde und sagt, ey, Karneval, Halloween. Ey, ja, dann ist man natürlich auch ein bisschen neben der Spur. Da denkt man ja gar nicht dran, dass man diese Sachen für Halloween nutzen könnte oder für Karneval. Ne? Man schwirrt ja da bei den YouTubern beziehungsweise alle, die damit involviert sind, herum. Man denkt ja gar nicht, dass man da halt auch andere Sachen mitmachen könnte. Also wie gesagt, als Stormtrooper werde ich mich nicht einkleiden, weil das schaffe ich alle gar nicht. Arbeiten vor der Kamera, mit der Kamera und am Stammtisch und mit den Gästen und mit den Kunden, das geht nicht. Ja, ich werde irgendwie so ein General werden, da wo ich auch im schnellsten Falle mich ganz schnell umziehen kann und dann auch andere Sachen machen könnte, wie halt nur diesen Stammtisch jeden Samstag von 9:30 bis 12:30 Uhr. Natürlich auch länger, kommt drauf an. Kommt drauf an, wer da plötzlich hier steht. Ne? Es muss ja nicht plötzlich hier so einer stehen, der nichts sagt. Ne? 1:1. Nee, nee, es kann hier auch plötzlich ein Echter stehen. Ein Echter. Ja, dann kann das schon mal etwas länger dauern, oder? Hey, hier kann es plötzlich echt werden hier. Man weiß es nicht. Vielleicht kommen ja auch welche, wir haben ja genug Masken. Also Masken und Helme haben wir ja genug. Ne? Dann können wir ja einen einkleiden und dann den mal lebendig werden lassen. Ja, wenn der lebendig geworden ist, dann kann man dann auch, wie gesagt, im Studios Fotos machen, Filme machen. An so einem Stammtisch von 9:30 bis 12:30 ist eine Menge machbar. Und mehr als anbieten kann man es nicht. Und mehr als angeboten wird es auch nicht. Ja? Ja, die 24 Clips werden angeboten, werden durchgezogen, gnadenlos. Wer sich anschaut, ist herzlich willkommen. Die Vorstellung von den Figuren, also momentan ist ja die Figur schon überall schon eingetroffen und viele haben diese Figur ja auch schon. Na, 15 cm wunderbar verarbeitet. Ist klar. So, aber es kommen natürlich noch andere Figuren. Die Rogue One Figuren kommen nach und nach, werden vorgestellt. Nicht nur am Stammtisch, sondern auch in so Zwischenclips werden die vorgestellt. Also wir haben jetzt knappe 46 Tage. Ich fange schon hier an. Müsste man sich jetzt schon zwei so Dinger nehmen. 46 Tage haben wir noch. 46 Tage Countdown und ab 24. Ja, dann beginnt, ja, dann geht's los hier. Ab 24. Ne, von 1 bis 24 und dann gehen wir rein ins Kino. Dann kommt das große weihnachtliche Special. Ja, dann nehmen wir Rotwanne auseinander, dann freuen wir uns vielleicht schon auf 8 und dann unterhalten wir uns, also denkt dran, ihr seid Star Wars, ihr seid Star Wars, ihr seid die Fans, ihr seid die Begeisterten, ihr seid dann hier am Stammtisch und sprecht darüber, wie ihr Star Wars mögt. Wer Star Wars nicht mag, braucht gar nicht kommen, weil er mag es ja nicht. Ne? Wenn man etwas nicht mag, muss man nicht darüber sprechen. Ja, ich muss ja nicht sagen, ich mag den aber nicht, ne? Ich finde den aber scheiße. Ne? Also da brauche ich nicht, weil das weiß ich ja dann. Ne? Also das Negative, nee, wir wollen das Positive, wir wollen Spaß haben, wir wollen viel lachen, versteht ihr? Wir wollen über diese Figur vielleicht lächeln. Ah, hätten sie mal ein bisschen anders machen können oder so. Oder hier, denen sie, na, ja, das ist eben nicht, komm. Ne? Okay, und der Blick, denkt an Disney, denkt an Film, denkt an George Lucas. Wie er da gesessen in den 70er Jahren und hat die Story geschrieben und hat sich Laserschwerter ausgedacht, hat sich eine ferne Galaxis ausgedacht, alles Spin-off gesponnen. Versteht ihr? Das ist nicht echt. Ist nicht echt? Nee, absolut nicht echt. Gar nichts ist da echt. So sieht's aus.
Filme sind nun mal nicht echt. Und wenn man draußen da so einen spazieren sieht, ja, wenn er da in so einer Kluft durch die Gegend rennt, könnte man sagen, okay, heute haben wir Halloween, okay, heute haben wir Karneval. Ja, ja, am 11.11., okay, am 11.11. denke ich gerade mal dran, mache ich sicherlich auch so eine Karnevalssitz. Ah, ja, hier so eine Karneval ist klar. Ey, dann komme ich vielleicht auch mit dem Kostüm, keine Ahnung. Also ein Generalkostüm, schauen wir mal, würde mir reichen, auch als General ins Kino zu gehen, mich da hinzusetzen, gar nicht mal so schlecht. Ich habe zwar kein volles Haar, ach wie wunderbar, deswegen lieber mit einer Maske, aber mit einer Maske im Kino. Und dann noch die 3D-Brille, ich weiß nicht, ne? Also wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, okay, also Stammtisch, ihr seid Star Wars, ihr seid Fans, ihr habt Spaß, ihr habt Lust daran. Ja, dann lasst euch sehen, 9:30 bis 12:30 jeden Samstag, oder aber genießt hier halt so einen Videoclip, der jeden Samstag dann hergestellt wird. Da wird dann über die Woche gesprochen, bis wir dann an den Kalender kommen, bis wir dann anfangen, die 24 Türchen da auseinanderzunehmen und dann endlich im Kino zu sitzen und dann endlich zu sagen, wie gut oder wie schlecht der Film doch gewesen ist. So, ich glaube nicht, dass der Film so schlecht wird. Also das, was wir schon gesehen haben, so schlecht ist er gar nicht gewesen. Wir haben euch ja schon so einen 7-minütigen Zusammenschnitt gezeigt. 7 Minuten haben wir euch gezeigt, Zusammenschnitt. Wir haben euch auch die schönen Sachen von Old Republic gezeigt, also vom Game. Wir haben auch schon viel mit vielen gesprochen. Nun, nicht jeder möchte vor die Kamera. Also gezwungen wird keiner. Wenn also keiner vor die Kamera möchte, dann kommt eben keiner vor die Kamera. So, im Moment, wie gesagt, ist das ja ins Leben gerufen worden, weil wir angesprochen wurden. Hör mal, hättest du nicht mal Lust, sowas zu machen? Ja, dann habe ich mir doch sich mal den Kopf gehen lassen, warum nicht? Ich sitze ja jeden Tag im Studio, ich muss ja jeden Tag arbeiten, ich darf es aber nicht zeigen, weil es urheberrechtlich geschützt, die ganzen Fotos, die gemacht werden, die ganzen Sachen, die gemacht werden. Ihr seht es ja im Fernsehen bei RTL und Co. Oder geht mal eben bei Filmpool TV oder bei komparsen.de, dann seht ihr alles, worum es an sich geht. Aber weder Filmpool, weder komparsen.de und so weiter oder Schauspiel dürfen wir drüber reden, über die Filme, die wir hier so gemacht haben oder machen werden. Auch die ganzen, also wer nicht, also wenn ich werde versuchen, durch diesen Stammtisch, der jetzt eröffnet ist, der jetzt bald als erste Folge zu sehen sein wird. In diesem Stammtisch wird natürlich dann gefragt, ob einer eben Interesse hat, diesbezüglich zu sprechen, wenn wir hier gedreht haben sollten. Und wenn er sagt, komm, mache ich. Weil ich habe hier Buchautoren, die an sich mit Star Wars nichts zu tun haben, sondern ihr Buch vorstellen. Es war ja die Buchmesse. Der eine schreibt gerade über Beatles, weil er unheimlicher Beatles-Fan ist. Ist auch ein Schauspieler, den habt ihr auch schon zigmal gesehen. Vielleicht kommt er ja mal, vielleicht, ne? Also, ja, es war auch gerade einer da von 50, 600, also Köln 50, 600, diese Serie, ich weiß nicht, 50, ich schaue sowas leider nicht. Deswegen komme ich jetzt nicht auf den Kern, also 50, 669 oder so ähnlich, diese Köln-Serie. Ja, er war auch hier und war auch gerade frisch vom Dreh. Ort saßen und sprachen für mögliche Ideen, die 2017 auch hier in diesen Studios gedreht werden. In 4K ist klar, weil ab nächstes Jahr 2017 haben wir alle HD. Ne? HD ist dann endlich mit 1080 und 50p auf der Mattscheibe. Ziemlich scharf. Hm? Gleite mal in eine andere Rubrik, Avatar. Avatar soll auch 5 Einheiten kommen, er will also 5 Avatar-Filme bringen und dann in 3D ohne Brille. Ja, er möchte Avatar bringen mit 3D ohne Brille. Dann brauchen wir keine Brille, wir erleben trotzdem. Mal schauen, ob er das hinkriegt, den Avatar. Ne? Den Film Avatar, ist klar. Ja, das war's auch schon und wie gesagt, das freut mich schon, es freut mich tagtäglich hier einiges zu erleben. Die Jüngsten sind 9, der Allerjüngste war 3. Ja, der Allerjüngste war 3 mit Papa und der wusste, wer Kylo Ren ist und
Also er wusste, okay, die kennt er nicht, aber Kylo Ren kannte er. Drei Jahre war er alt, der zweite war 6 und 9. Das waren die jüngsten. 3 bis 9 waren die jüngsten. Ja, die ältesten halt 65, 75, die interessieren sich halt nicht mehr dafür. Wenn ich mal 75, 85 werden sollte, meine lieben Freunde, ich will als Darth Vader im Altenheim röcheln da langlaufen, das sage ich euch. Ist mir egal, was ihr über mich denken, ihr wisst schon, was ich damit meine. So. Und wenn ich 85 werden sollte oder noch älter, dann, und es sollte immer noch Internet geben und die Menschen sollten sich ans Internet gewöhnt haben, dass man da auch ordentlich miteinander umgeht, wie man halt an so einem Stammtisch auch ordentlich mit einem umgeht und sich unterhält und so weiter. Vielleicht klappt das ja. Im Moment ist ja alles neu. Überwiegend sind ja die Hasser unterwegs. Dann hat man die Thematik mit dem neuen Präsidenten der USA, Clinton oder Trump. Dann haben wir die ganze Geschichte mit, ihr wisst schon, mit diesem Glaubensrichtung. Das hier ist auch unser Glaube. Wir sind die Jedis, wir sind die Sith. Wir sind Star Wars Jünger, Star Wars A bis Z uncut. Wir hören uns alles an, wir sehen uns auch alles an, wir sprechen auch über alles. Und sollte irgendeiner der Meinung sein, dann muss er leider weghören, so einen Quatsch machen wir hier nicht, weghören. Also man interessiert sich für Star Wars oder man interessiert sich nicht für Star Wars. Ja, da anzufangen mit Spoiler, ich bin noch nicht im Kino, ist mir doch egal, ob du im Kino warst oder nicht. Ja? Das ist eine Sendung, das ist eine Fernsehsendung, die machst du an, schaust dir an oder lässt es sein. Stammtisch, das ist ein, ne? Star Wars Stammtisch. Hier wird gesprochen, ja, hier wird auseinandergenommen, hier wird philosophiert. Aber wir bleiben aber auf dem Disney-Level. Ja? Disney macht jetzt alles neu. So, Disney hat neu angefangen mit dem Erwachen der Macht. Einige wissen ja, könnte Teil 4 gewesen sein, nur halt mit neuen Schauspielern. Und ja, aber ich finde auch die Aussage von J.J. Abrams, endlich kann ich machen, was ich möchte. Hat er recht? So, wenn jetzt jede Folge, also bis 2020 ist erledigt. 2020 kommen alle, haben wir. Wir haben jetzt lang genug, ja? Lang genug kommt jetzt. Und in 46 Tagen Rogue One. Und dann über 400 Tage, Teil 8. 800 Tage, kommt Han Solo. Und so weiter und so fort. Also, ne? Wir haben eine Menge, also. Eine Menge kommt. Eine Menge kommt. Und dann zwischendurch noch die anderen Geschichten da von Indiana Jones gehört ja also mittlerweile auch zu Disney. Wissen ja die wenigstens. Ja, Disney hat also Marvel, Indiana Jones, Star Wars und diverse andere unter Vertrag, weil das ist alles Disney. Ja, und irgendwann kommen auch wieder die Zeichentrickfilme von Disney vielleicht. Im Moment sind es ja also CGI, Special, Pixar zum Beispiel, so ungefähr so, ne? Ja. Okay, meine lieben Freunde, das war die Ankündigung für den Stammtisch, Uncut. Hier wird alles besprochen. Denkt dran, immer dran denken, ihr seid Star Wars, ihr seid Star Wars. Und alles, was hier besprochen wird, alles, was hier analysiert wird, alles, was hier gezeigt wird, alles, worüber wir sprechen werden, das seid ihr. Ihr habt es gemacht. Ihr seid die Kostümträger, ihr seid die 501, ihr seid so eine Organisation. Es wird ja immer mehr. Ne? Ja, auch wir machen es für eine gute Sache, für die gute Laune-Sache machen wir. Wir wollen gute Laune Star Wars. Wir wollen gute Laune Star Wars, uncut. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Das seid ihr, alles klar.